ist ja die Eva von Evas Backpaten. Und dann machen wir eine ganz besondere Torte, die speziell für besondere Anlässe geeignet ist. Und so eine leckere Donauwellentorte. Wir brauchen 450 Gramm Mehl und ein Päckchen Backpulver, 4 Eier, 1 Esslöffel Kakao, 1 Esslöffel Milch, 175 Gramm Zucker, 2 Gläser Sauerkirschen, die sind schon abgetropft, 225 Gramm Milch und 225 Gramm Öl. Als erstes schlagt ihr die Eier mit dem Zucker schön weißschaumig auf. Das könnt ihr einfach mit einem Handrührgerät machen oder mit einer Küchenmaschine. Hat die Eiermasse ihre Farbe und ihre Konsistenz verändert, fügt ihr das Öl und die Milch hinzu und verrührt es gut miteinander. Danach gebt ihr das Mehl und das Backpulver hinzu und verrührt es nur so lange, bis es sich miteinander vermengt hat auf niedriger Stufe. Bei diesem Rezept brauchen wir 2 gleich große Springformen. Ich habe mir da jetzt mit dem Tortenring ausgeholfen, einmal übereinander gestellt und geschaut, ob sie den gleichen Umfang haben. Wenn ihr gar nicht die Möglichkeit habt, dann müsst ihr den Teig auf 2 Portionen dann halt vorbereiten und backen. Und jetzt füllt ihr einfach jeweils 1/4 von dem Teig in die Springform, sodass die Hälfte vom Teig übrig bleibt. Und den Ofen könnt ihr schon mal auf 175 Grad Ober- und Unterhitze vorheizen. Zu dem restlichen Teig gebt jetzt auch das Kakaopulver und die Milch und rührt es miteinander unter. Dann müsst ihr auf die Konsistenz achten. Es kann sein, dass ihr noch ein bisschen Milch nachgeben müsst. Die Konsistenz sollte die gleiche haben wie von dem hellen Teig. Den hellen Teig streichen wir jetzt noch ein bisschen glatt. Das muss nicht ganz gleichmäßig sein. Darauf kommt jetzt der dunkle Teig. Und mit einer Gabel geben wir da so kleine Wellenbewegungen rein, also so leichte Marmorierungen. Ich habe dann noch ein bisschen geschüttelt, dass die Teigoberfläche gerade ist. Und darauf kommen dann unsere Kirschen. Das gleiche machen wir natürlich noch mit der anderen Springform. Und dann werden die Böden bei 175 Grad etwa 30 Minuten getrennt voneinander gebacken. Für die Buttercreme müssen wir erst einen Pudding kochen. Dazu benötigen wir 650 Gramm Milch, 60 Gramm Zucker, 3 Eigelb, 45 Gramm Stärke und natürlich unsere Vanilleschote. Ihr könnt ihn auch schon einen Tag vorher kochen, da er lange zum Auskühlen braucht. Für den Pudding gebt ihr die Stärke, den Zucker und das Eigelb in eure Milch und verrührt es ganz gut miteinander. Danach kratzt ihr noch die Vanilleschote aus, indem ihr sie einmal längs durchschneidet. Und mit eurem Messer kratzt ihr dann das Mark aus eurer Vanilleschote heraus von beiden Seiten. Das funktioniert ganz gut. Die gebt ihr natürlich in die Milch und die Vanilleschote, die ausgekratzte, gebt ihr auch mit in die Milch. Die kochen wir mit auf und entnehmen sie dann nach dem Kochen. Beim Puddingkochen ist wirklich wichtig, dass wir ihn unter Rühren erhitzen und sobald er einmal aufgekocht ist, nehmen wir auch ihn sofort vom Herd, da die Stärke dann anfängt zu binden. Den Pudding füllen wir dann in eine Schüssel um, damit er schneller auskühlt, entnehmen da natürlich noch die Vanilleschote und dann bedeckt ihr ihn mit der Frischhaltefolie direkt auf der Puddingoberfläche, damit er während dem Auskühlen keine Haut bildet. Dies dauert nämlich mehrere Stunden. Sind eure Böden fertig gebacken, dann trennt ihr den Springformrand und entfernt das Backpapier. Ich nehme da jetzt einen Tortenreiter zu Hilfe, setze sie direkt auf meine Tortenplatte und gebe dort auch meinen Tortenring herum. Falls ihr sie noch transportieren wollt, würde ich sie direkt auf euren Tortentransportbox geben. Für die Buttercreme brauchen wir natürlich unseren kalten Vanillepudding und 375 Gramm zimmerwarme Butter. Die Butter kommt dann in eine Rührschüssel und wird mit einem Schneebesen schaumig verrührt. Da könnt ihr eine Küchenmaschine oder das Handrührgerät verwenden. Zu der cremigen Butter geben wir jetzt noch den Vanillepudding. Den streiche ich vorher durch ein Sieb, damit ich sicher sein kann, dass keine Klümpchen enthalten sind. Ich koche meinen Vanillepudding immer selber, weil ich so das natürliche vanillige Aroma habe und mir so am besten schmeckt. Das verrührt ihr dann alles mit dem Handrührgerät oder mit der Küchenmaschine zu einer cremigen, schönen Masse.
Dann nehmt ihr euch euren ersten Tortenboden und streicht da ein Drittel der Buttercreme darauf. Am besten verwendet ihr da so eine drehbare Tortenplatte, wie ich sie da verwende, weil ihr euch da am leichtesten tut. Ich nehme dann eine kleine Winkelpalette. Da habe ich eine genaue gerade Kante. Falls ihr sowas nicht habt, könntet ihr zum Beispiel auch einen Tortenheber verwenden. Durch die Kirschen ist es natürlich ein sehr unebener Tortenboden und deswegen habe ich da ein paar mehrere Schichten gebraucht, um eine schöne gerade Kante oben zu erhalten. Seid ihr dann mit eurer Oberfläche zufrieden, könnt ihr euren zweiten Tortenboden darauf geben. Da verstreicht ihr dann den zweiten Drittel von eurer Creme, bis ihr eine schöne gerade Oberfläche habt. Bei mir hat es ganz gut gepasst, weil mein Tortenring genauso hoch war und dann konnte ich eine schöne gerade Kante erzielen. Wenn ihr eine gerade Kante habt, dann könnt ihr euren Tortenring einfach nach oben abnehmen und die Seiten einstreichen. Ich habe da hier jetzt eine kleine Winkelpalette genommen, die hat nicht so gut funktioniert, deswegen bin ich auf die große umgestiegen, mit der ging es dann besser. Und damit streicht er einmal ringsrum um die komplette Torte. Das muss nicht ordentlich sein, das machen wir dann danach. Das ist einfach nur, dass die Torte eingestrichen ist. Und dann ziehe ich den Überstand mit einer Teilkarte ab, indem ich sie einfach auf meinen Tortenrand stelle und hochkant zu meiner Torte einfach abziehe. Bei Unebenheiten nehmt ihr einfach eine kleine Winkelpalette und streicht die eben glatt. Und wenn da jetzt eben nochmal Unebenheiten sind, das ist nicht schlimm, es muss nicht beim ersten Mal super eingestrichen sein, dann macht ihr das einfach so lange, bis euch die Torte gefällt. Am Anfang braucht es einfach ein bisschen Übung, wenn man da schon ein bisschen Erfahrung hat, geht es natürlich einfacher. Wenn ihr mit dem Rand zufrieden seid, dann könnt ihr euch noch mit den Seitenkanten beschäftigen. Ihr könnt eine Teigkarte verwenden oder eine kleine Winkelpalette. Ich nehme da am liebsten die Winkelpalette. Ich finde, so hat man den schöneren Abschluss. Ist eure Torte dann komplett eingestrichen, dann stellt ihr sie für mindestens eine Stunde kühl, sodass die Buttercreme fest wird. Für die Schokoladenschicht brauchen wir 200 Gramm dunkle Schokolade. Die habe ich hier in ein Drittel, zwei Drittel aufgeteilt, ein Esslöffel Nutella und ungefähr 10 Gramm Palmin. Falls ihr allergisch gegen Nüsse seid, könnt ihr natürlich auch das Nutella weglassen. Die zwei Drittel Schokolade erwärmen wir über einem Wasserbad. Dabei müsst ihr darauf achten, dass das heiße Wasser nicht den Boden von eurem Topf berührt, sondern nur im Dampf steht. Und so löst ihr die Schokolade unter Rühren auf. Ist die Schokolade geschmolzen, gebt ihr das Palmin und das Nutella hinzu und lasst es schön auflösen. Und wenn sich das aufgelöst hat, könnt ihr es aus dem Wasserbad herausnehmen. In die geschmolzene Schokolade gebt ihr jetzt die restliche Schokolade hinein und rührt so lange um, bis es sich komplett aufgelöst hat. Dann habt ihr auch gleich die richtige Verarbeitungstemperatur. Die Schokolade gebt ihr dann auf eure kalte Torte. Am besten verstreicht ihr sie schnell mit einer Palette, da die Torte sehr kalt ist und die Schokolade dadurch sehr schnell fest wird. Ich habe meine Schokolade in mehreren Portionen auf die Torte gegeben. Das würde ich euch aber nicht empfehlen. Ich würde euch empfehlen, die Schokolade komplett auf die Torte zu geben und sie sofort zu verstreichen, da die Schokolade zu schnell hart wird und dann keine schönen Nasen mehr bildet. Wer mag, kann sich mit einem Messer von der Rückseite einer Schokolade noch ein paar Schokospäne abhobeln. Das könnt ihr aber individuell gestalten. Ich finde diese Torte wirklich sehr, sehr lecker und gerade im Anschnitt schaut sie wirklich sehr schön aus. Jeder freut sich, wenn er die geschenkt bekommt. Ich finde, gerade für eine Hochzeit oder für einen Geburtstag, weil es ist ja doch ein bisschen aufwendiger, ist sie ganz schön und die Leute freuen sich natürlich darüber. Ich hoffe natürlich, dass euch dieses Rezept und dieses Video gefällt. Ich freue mich wie immer über ein Däumchen und einen Kommentar. Den Link zum Rezept findet ihr unten in der Infobox. Da ist auch die Facebook-Seite verlinkt. Falls ihr es nachpackt, würde ich mich über ein Bild freuen. Ich freue mich natürlich auch, wenn ihr mich abonniert. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Nachmachen.